Ich habe die Deutschen ja jetzt auch live gesehen gegen Holland in Krakow und das war schon sehr, sehr dominant, was sie gezeigt haben, wie sie gespielt haben, wie sie aufgetreten sind. Und das erwarte ich eigentlich auch jetzt gegen die Griechen, die ich wiederum auch gesehen habe gegen die Polen in Warschau. Sicherlich eine defensiv orientierte Mannschaft, die aus der Defensive heraus mit Kontern agieren wird, auch gegen die deutsche Mannschaft. Aber wir sind so präsent im Zentrum des Feldes mit Bastian Schweinsteiger, mit Semih Khedira und mit Mesut Özil und mit vielen anderen, die auch noch keine Sekunde gespielt haben, wie zum Beispiel Mario Götze, die können auch noch von hinten Druck machen. Also ich glaube, dass wir schon die Qualität haben werden, um die Griechen zu schlagen. Ich werde jetzt schon mit der Mannschaft gemeinsam essen und den Trainerstab und sicherlich danach auch noch mit dem Jogi Löw, der mich wie immer auch herzlich empfangen hat, mit dem Harald Stenger zusammen, werden wir sicherlich noch eine Tasse Kaffee trinken und ein bisschen vielleicht auch über die Griechen reden, die ich gesehen habe. Aber ich bin sicher, dass der Bundestrainer alles weiß und auch in diesem Spiel die richtige Marschroute finden wird. Sicherlich spielen die Spanier anders als die deutsche Nationalmannschaft. Sie haben eine etwas andere Qualität. Es wird sich zeigen, wenn wir aufeinandertreffen, wer jetzt den längeren Atem hat. Ich freue mich auf dieses Spiel heute Abend, Kroatien gegen Spanien. Jetzt werden sie richtig gefordert, weil die Kroaten auch einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben. Und ich denke, da wird man schon wieder einiges sehen können, vielleicht auch die eine oder andere Schwäche bei den Spaniern mal aufdecken können. Die haben sie bisher noch nicht so sehr gezeigt.